So, hallo Leute, willkommen zurück zu Frozen Sims. Nachdem die letzte Mission sehr kurz war und solange diese nicht sehr, auch sehr kurz ist, ein bisschen länger sein wird und ach, was weiß ich, was ich schon wieder rede, geht's jetzt hier weiter mit. Ich habe keine Ahnung, aber ich sehe viele Raketenwerfer. Gucken wir uns doch mal an, was es zu tun gibt. Final Stage of Frozen Forces. Okay. Gut. Ach, da unten. Ich hab die ganze Zeit waren die so davon verdeckt und ich dachte mir, ja, und wo sind meine Truppen? Gut. Ach, jetzt kann ich in irgendwo mehr gehen. Mein Ziel wollte ich eigentlich nochmal angucken. Ich habe 15 Züge und ich musste doch nur 3 von den Nodes hier erreichen. Na gut, erstes Ziel wird das hier sein. Die können nur nach hinten die können auch nach vorne rausschießen. Darum gar nicht lang fackeln jetzt. So, er, das allererste, was er macht, darauf ballern. Und dann. Okay. Du gehst dorthin. Du bist bitte ein Stück vor. Dich haben. Ja, du gehst bitte hier hin. Ziel's einfach hoch. Hier bleibe ich da im Offenen. Ich habe so ein bisschen Angst, hier hinzugehen, aber ich probiere es einfach. Weil Raketenwerfer können mich ja nur, wenn ich an Wänden stehe, treffen. Und wenn ich jetzt mich an Wänden verstecke, was so eine recht normale Handlung ist, wenn man einen Shotgun-Typen hat. Dann ist das merkwürdig. Das lief extrem schlecht. Gucken wir mal, was ich hier noch so rausmachen kann, aber ich habe nur noch einen Typen, der auch noch ein Sniper ist. Gott, war das schlecht. Die Mission sieht auf jeden Fall härter aus als die letzte. Gut, die letzte habe ich ja auch ziemlich einfach gewonnen. Das hier gerade. Vor allem diese Raketenwerfer machen mir Sorgen. Oh, shit. Cancel Aim einfügen. Allein der Shotgun-Typ, der wird mich sowas von töten. Weil er muss sich ja nur aus der Sicht weiterhalten und ich muss mich ja zu ihm bewegen, mehr oder weniger zumindest. Und ich bin dann so tot. Wie in der Mission, wo ich die Shotgun-Typen hatte und die ganzen Sniper ausnehmen musste. Nur, dass ich klüger bin, aber
Das Szenario bevorzugt mich nicht gerade. Das läuft noch besser, als ich es erwartet hätte. Ja, 15 Züge, es wird knapp. Egal, was ich jetzt noch anstelle, aber ich spiele es jetzt trotzdem mal weiter. Ich meine, letzten Endes, wenn ich jetzt gleich die Teile da aktiviere, wieso ist der auch so langsam, bleibt nur noch ein Gegner übrig, oder? Nein, er hat's überlebt. Scheiße. Oh Gott. Der ist so unglaublich langsam. Jeder andere Typ ist schneller. Ich glaube, so Raketenwerfer sind schneller. Oder zumindest achtet man bei denen nicht so drauf. Komm schon. Der Kampf ist gerade wirklich mehr Ladezeit als Kampf. Oh nein. Oh, die haben sich selbst weggeballert. Super, und er steht jetzt davor und... Oh, Continue on Site, ist ja schrecklich. Was ich machen kann, ist... ein Duck. Tien Stand. Damit ich vielleicht nicht von der 8 getroffen werde. Das Problem war gerade, er hat die ganze Zeit ja gezielt zu denen da auf der anderen Seite der Map. Vollkommen unnötig. Und dadurch ist jetzt dieser eine Shotgun-Typ da rausgekommen. Ich könnte kotzen. Wieso schießt du trotzdem? Solltest dich ducken und continuen. Ja. Dämlicher Typ. Die sind so unhandlich. Zielen übers halbe Feld die ganze Zeit. Naja. So. Vielleicht steht es jetzt auch etwas besser. Ja, 3 Nodes. Gut, das Ganze jetzt noch einmal. Gut, ich muss reden. Hey, reden nicht vergessen. So, zoomen wir rein. Du gehst bitte dorthin und zielst einfach nur da raus. Nein, ziel so da raus und ich mach mal. Ein Ignore Enemy auf jetzt einige. So, dich. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, die eigentlich komplett zu ignorieren.
So, die wird er jetzt nicht in Betracht ziehen, sondern sich einfach nur durchbewegen. Mit dir. Ja, du bist dorthin. Bist dorthin. Soweit sollten die eigentlich nicht mit ihren Explosionen kommen. Und Raketenwerfer-Fuzzi? Raketenwerfer-Fuzzi. Gib mir... Nein, ich will doch nur irgendwen hier mal anders treffen. Und nicht diesen Typen hier. Mir egal wen. Da unten, wenn ich da klicke. So, jetzt habe ich dich. Du gehst dann bitte dorthin. Und das sind wieder viel zu viele Variablen, die ich jetzt gar nicht alle austesten will. Weil es sind zu viele Variablen. Es könnte jeder irgendwo hinschießen und sich selbst umbringen oder mich umbringen. Schießt über die... So, wieso hat der überhaupt... Ist der gegangen? Der sollte doch dahin gehen. Okay. Ja, da muss ich weg. Dorthin. Nicht hinter die erste Wand, weil da könnte ein Raketenwerferschuss hinkommen. Du. Gehst erst ein paar Schritte. Machst dann so einen richtig coolen Schuss dorthin. Und gehst dahin weiter. Okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Du gehst erst dorthin. Machst so einen richtig coolen Schuss. Ich glaube, ich muss nochmal die Schusslinie überprüfen. So. Ach, da ist der Schuss sogar schon unterwegs. Oder direkt davor. So. Und er geht daran vorbei. Und ab nächster Runde kann ich dann, falls das jetzt alles so aufgeht, das kann man natürlich nicht wissen, kann ich bei meinem Scharfschützen auch die Ignores wieder wegmachen, weil da habe ich alles geklärt. Im besten Fall. Okay. Ich glaube, ich sterbe. Nee, ach, das war sein Blut. Ich dachte auch schon. Okay, das war nicht ganz so geplant. Der sollte eigentlich auch tot sein. Jetzt ist der tot und ich habe das weggesprengt. Naja. Continue on site. Renn einfach nur. Kommst du in der Runde dahin? Hehe. Das gefällt mir. I like. So, du gehst bitte dahin. Schieß dahin. Und mit dir. Du gehst bitte weiter. Bis dorthin. Und das prime ich jetzt. So, wenn jetzt alles gut läuft und hoffentlich keiner mehr von den Typen, also den Shotgun-Typen, die da versuchen werden rauszukommen, rauskommt,
bin ich eine ganze Menge Gegner jetzt gleich los. Aber der Sniper ist diese Runde echt gut. Komm, ich will's Kaboom machen sehen. Komm, Kaboom, Kaboom. Gott, das waren alle Gegner. Da sehe ich nichts mehr, da sehe ich einen Haufen Tote. Da nichts. Ach, da hinten ist auch noch einer. Ja, ich brauche ja nur drei, also mache ich Dip, 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 Dip. Und du kannst machen Dip. Und dann gucken wir einfach mal. Gut, 15 Züge hatte ich. Ich bin so gut. Ich weiß, dass ich letzte Runde ziemlich untergegangen bin, aber ich bin so gut. Der ging einfach durch mich durch. Ja, obwohl ich mir zwar nur 4, aber ich hoffe mal, dass das keinen Unterschied macht. Wobei richtig was freischalten oder schieben, das gibt es dafür ja eh nicht in diesem Spiel, dass man mehr macht, als man müsste. Und da ich keine Lust habe, bei der Entfernung vielleicht sogar 2 extra Züge dafür zu warten. Juch, hey. Almost no control. Aber wenn ich mir das hier mal so angucke, wer verteidigt ein eigenes Gebäude mit Raketenwerfertypen? Wer verteidigt sein eigenes Gebäude mit Raketenwerfertypen und platziert die auf Sprengsätzen? Na gut, vielleicht ist das ein Munitionslager. Aber trotzdem, niemand kommt doch auf die Idee, Sachen mit Raketenwerfern zu beschützen. Also innerhalb eines Gebäudes, wo keine Panzer oder sowas erwartet werden. Wie ist das, sollte man da Raketenwerfertypen massenhaft hinstellen? Ah. Normalerweise würde ich... Schieben wir es einfach auf die Amerikaner. Das passt schon. Na gut. Mit vielen Explosionen war es das für diese Folge und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut!